Na? Wer will Komplize bei einem Einbruch werden? Ja, wer will Komplize werden? Was soll denn das? Komm her, du... Na, ach, da! Bleib bloß weg, du Mistvieh! Nächstes Mal drehe ich dir den Hals um und wenn es mich den Job kostet! Da hast du dir einen Feind gemacht, Kleiner. Das können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal machen. Die Frage ist, wie können wir daraus Kapital schlagen? Nochmal die Treppe runter. Wir müssen es also irgendwie schaffen, dass der Hund ihn rauslockt. Und er rennt ja dann hier runter, der Hund. Vielleicht, dass er irgendwie im Bedrängnis gerät und er ihm helfen muss oder sowas. Keine Ahnung. Mit dem Draht können wir ja auch nichts machen hier unten. Ich stehe gerade echt ziemlich auf dem Schlauch. Er steht ja auch nur an der Seite und ich glaube, wir können in der Zeit auch nichts machen, oder? Während der Hund da reinrennt. Ich probiere es nochmal und schau mal, ob ich jetzt irgendwas drücken kann, von wegen ins Museum gehen. So, schauen wir mal. Wenn er jetzt rauskommt. Nicht! Schleich dich ins Museum. Ah, siehst du mal. Was da rein? Warum? Okay, Adil hat ihn also platt gemacht wahrscheinlich, ne? Adil war dann wohl derjenige, der ihn K.O. geschlagen hat und das müssen wir jetzt tun. So, wir sind also zumindest schon mal drin. Manipuliere die Kaffeemaschine, das klingt gut. Viel mehr können wir wahrscheinlich auch nicht tun, während wir hier sind. Gibt's noch irgendwas? Hier haben wir nichts, nein. Öffne die Schublade, während er dort sitzt. Wir probieren es mal. Kann man mal versuchen. Findest du was? Nichts. Okay, können wir mit unserem... Wieso ist unser Draht jetzt eigentlich verbogen? Der war doch vorher nicht verbogen, oder? Schreibe einen Namen auf die Liste. Können wir was machen? Na? So, das heißt, wir stehen jetzt mit auf der Liste. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay, was haben wir noch? Verbogener Draht? Wir erstechen ihn mit dem Draht, genau. Können wir den nicht auswählen? Wir können ihn gar nicht auswählen hier. Hm. Aber mit dem Tennisball können wir... Können wir den Tennisball hinauswerfen, dass der Hund wiederkommt? Nee. Okay, wir müssen irgendwie hinausschleichen. Geht das denn einfach so? Ach, okay. Zum Teufel! Ach. Hat er sich das Mäulchen verbrannt? Das ist meine Chance. Okay, unser Name steht drauf. Das heißt, wir können jetzt theoretisch rein, oder? Das wird nichts. Der Wachmann lässt sich nicht einfach überreden. Okay, scheinbar doch nicht. Unser Draht ist jetzt verbogen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber unser Draht ist verbogen. Von daher gehen wir nochmal zurück und versuchen es jetzt nochmal. Der war doch vorher nicht verbogen, oder? Bilde ich mir das nur ein? Nö. Sehr bizarr. Sehr, sehr bizarr.
Ich weiß noch nicht, wozu wir jetzt den Namen auf die Liste geschrieben haben, ganz ehrlich. Hauptsache, wir kommen weiter. Sagen wir mal so. Ein Meister in jeder Disziplin. Ja, natürlich. Na dann mal rein. So. Was ist das? Schick. Ja, was denn? Zieh die Malerkleidung an. Sehr gut. Ich befürchte, der Maler hat die Hose abgelegt, weil er nicht den Rest des Tages in verschwitzten Klamotten herumlaufen wollte. Aber was soll's? Einen schönen Mann kann nichts entstellen. Und die Verkleidung ist gut. So, den Transporter hin, wir müssen noch mal rein. Wir müssen nämlich noch die Handbremse lösen. Aber der Herr musste natürlich unbedingt zum Umziehen aussteigen. Hier ist die Handbremse, das Radio. Huch! Ich finde auch gut, seine Verkleidung ist so perfekt, dass nicht bloß seine Klamotten, also auch sein T-Shirt jetzt Malerflecken haben, sondern er selbst auch. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. So, jetzt auf die Straße und jetzt können wir den Wagen nach hinten schieben. Los geht's. Na, geht doch. Das sollte reichen. Kommen wir denn jetzt oben ran? Klettere die Leiter hinauf. Das wäre begrüßenswert. Na? Sehr gut. Finde ich gut, dass Adil ein bisschen akrobatisch ist, dass er das hinkriegt. Okay, wir sind auf dem Dach. Was können wir hier tun, ist die Frage. Erstmal hier vorne gar nichts, also gehen wir einfach hinter. Halt, hier haben wir was. Der Schornstein. Kalt. Würde mich auch wundern, wenn Sie den in diesen Breitengraden häufig benutzen müssten. Aber vielleicht ist er ein guter Zustiegspunkt. Okay, was haben wir hier? Halt, hier ist was. Das Oberlicht. Ach so, können wir von oben reinschauen. Das müsste ja die Haupthalle sein eigentlich. Und hier kommen wir auch rein, sehe ich gerade. Da unten ist eine kleine Halle. Es müsste die Schatzkammer des Museums sein, wenn mich mein Orientierungssinn nicht täuscht. Die Schatzkammer hat wirklich einen Zugang übers Oberlicht? Das ist ja... naja. Okay, können wir hier noch irgendwie hoch? Halt hier. Trag den Schornstein? Nee. Okay, ich mache nochmal eine ganz kurze Pause und dann schauen wir mal, wie wir ins Museum reinkommen. Bis gleich. So, weiter geht's. Wir müssen also mal schauen hier. Noch keine Spur vom Auge oder Le Grand. Kann nicht mehr lange dauern, bis sie eintreffen. Hast du sonst noch was, was du hier sehen kannst? Noch keine Spur... Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Gegenstände finden, die uns hilfreich sind. Nein, der Tennisball. Bringt der uns irgendwas? Hätte mich auch gewundert. So, hier hinten ist nichts. Hier vorne ist... Klettere hin... Ach nee, da sind wir ja gekommen von da. Okay, hier können wir auch gar nicht lang. Ein Schornstein, hast du noch irgendwas anderes dazu zu sagen vielleicht? Außer, dass er kalt ist. Nichts zu sehen. Das heißt, hier. Aha. In diesen Stein wurde ein Dreieck geritzt. Ob das etwas bedeutet? Ein Dreieck? Das Geheimzugang? Bewegt sich kein Stück. Schade. Okay, betrachte die Wand. Können wir weiterhin also uns anschauen? Mit Raten komme ich hier wohl nicht weiter. Ich sollte den Plan von Mr. X besorgen. Laut Inch sind darin die Geheimgänge dieses Gebäudes verzeichnet. Und hoffentlich auch eine Anleitung, wie man sie öffnet. Ach so, also hier sollen wir dann erst später hin sozusagen. Hier kommen wir auch nicht runter, nehme ich an. Sollen wir denn dann vielleicht wirklich ins Museum reinspazieren? Also ich meine, wir waren ja jetzt schon mal drin. Und haben jetzt noch die Malerkleidung dazu an. Irgendein Name steht jetzt auf der Liste mit drauf, von denen die rein dürfen. Vielleicht können wir dann jetzt einfach passieren. Was aber ein bisschen komisch wäre, weil irgendwie ist es ein bisschen verbuggt hier, oder? Mit der Darstellung von ihm. Es wäre ein bisschen komisch, weil wir jetzt natürlich schon mal reingegangen sind. Also er kennt unser Gesicht ja eigentlich. Na gut, probieren wir es. Aber es scheint zu funktionieren. Das Museum ist heute geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Oder
Gehören Sie zu den Handwerkern? Ja, natürlich. Klar bin ich Handwerker. Hamid, Hamid, Hamid. Wir haben es doch draufgeschrieben. Aber sie muss auf der Liste stehen. Mein Chef hat mir gesagt, dass alles geregelt ist. Und meiner hat mir gesagt, dass hier niemand reinkommt, der nicht auf der Liste steht. Ach, dann müssen wir den Namen... Wiedersehen. Wir müssen den Namen erst draufschreiben, nachdem wir jetzt die Klamotte angezogen haben. Das ist das Problem. Also nochmal das Spielchen mit dem Ball. Los geht's. Verfluchtes, dieses Mal kriege ich dich. Dass er es auch nicht seltsam findet, wenn immer dieser Ball dort reingeplattert kommt. Gut, wir sind also wieder drin. Und dann schreiben wir nochmal einen Namen drauf. Selbes Spielchen wie vorher. Ich weiß nicht, ob wir die Kaffeemaschine nochmal dann manipulieren müssen. So, können wir. Nee, die brauchen wir nicht nochmal manipulieren, aber wir können jetzt den Firmennamen draufschreiben. Genau, das dachte ich mir. Steht der mit auf der Klamotte drauf, der Name, oder wie? Naja, wer weiß. So, da die Kaffeemaschine immer noch manipuliert ist und er offenbar auch nicht auf die Idee gekommen ist, da mal zu schauen, ob die kaputt sein könnte und einfach wieder angemacht hat, wird das wohl jetzt wieder genauso gehen, dass wir rauskommen. Ach, das hört ja gar nicht mehr auf! Ach so, okay. Na los, geh nochmal den Mund ausspülen oder sowas. Und raus mit uns. Gut, wir haben es geschafft. Unser Name steht jetzt endlich drauf. Das heißt, wir sollten jetzt auch ohne Probleme ins Museum reinkommen. Neuer Versuch. Warst du nicht eben schon mal da? Ich habe noch mal mit meinem Chef gesprochen. Er sagt, wir müssen auf der Liste stehen. Wenn dein Chef sich selber überzeugen will, hier steht nirgendwo... Hamid. Verfluchte Schrift von meinem Kollegen lässt sich kaum entziffern. Hamid, Hamid, Hamid. Ah ja, da. Da, anstecken. Wunderbar. Besten Dank. Okay, wunderbar. Die Begleiterin der Schriftstellerin. Sie scheint auf etwas zu warten. Oder jemanden. Vielleicht wartet sie auf den Tresor. Hätte ihr gar nicht so ein Interesse am Stein zugetraut. Okay, wir gehen in die Haupthalle und machen jetzt mal ein bisschen fix hier. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Imhotep steht ja in der Ecke. Ja, komm, mach schneller. Okay. Sitzt da... Da sitzt niemand im Rollstuhl. Hä? Siehst... Ich bin verwirrt. Wieso ist sie hier vorn? Sie muss doch eigentlich... Was? Von ihr halte ich mich besser fern. Es besteht immer ein Restrisiko, von einer Person mit guter Beobachtungsgabe erkannt zu werden. Und darauf, dass die Lady eine gute Beobachterin ist, gehe ich jede Wette ein. Das ist verbuggt hier. Also ich weiß nicht, irgendwie das dritte Kapitel, das hat so ganz viele kleine Bugs, habe ich das Gefühl. Na gut. Schauen wir mal hinter der Statue nach und dann wieder raus aufs Dach. Bisschen schneller vielleicht, wenn es geht.